Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ha, ich höre mich doppelt. Einen schönen guten Abend. Ha, ich höre mich doppelt. So. Okay. Da war noch ein Browser offen. Hallo Murmeltier-Nike, hallo Topstar, hallo Tyrawal. Hallo all die anderen, die noch eingeschalten haben und noch nicht geschrieben haben. Ich bin etwas unter Zeitdruck. Ich will nämlich noch den GVG-Plan erstmal erstellen. Und dann natürlich beim GVG mitmachen. Hallo Alec! Und deswegen würde ich den Stream gerne so anfangen, dass ich jetzt erstmal die Planung mache und relativ wenig auf den Chat reagiere. Wir haben dann wahrscheinlich anschließend einen Moment Zeit für Gespräche darüber. Und dann wird bestimmt auch das GVG bald losgehen. Und ich hoffe, dieser Einblick ins GVG ist für euch interessant. Und nach dem GVG kann man natürlich noch quatschen. Ansonsten würde ich jetzt die Musik ausmachen. Und dann einfach mal so ein bisschen kommentieren, was ich so mache. Aber vorher starte ich nochmal. Unglaublich wichtig übrigens, dass ich hier noch mehr Promethium bekomme. Okay. Hallo. Topstar, du hattest schon. Ich hatte dich schon. War die Musik zu laut? Ich habe sie eigentlich ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, wie viel Millionen Promethium habe ich schon? Wahrscheinlich echt viel. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal die GVG-Karte durchgehen und gucken, was wir heute zu tun haben. Insbesondere die Zukunft ist eine größere Baustelle. Ich denke mal, wir müssen uns heute auf jeden Fall auf die Zukunft konzentrieren in der Gilde. Denn dort haben wir gleich drei Gegner, die in unser Gebiet reingekommen sind. Und zwar hier oben Blacklist, hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite die Doppelsöldner und im Süden die Ritter der Freiheit. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Das mache ich zum Schluss. Das ist nämlich am kompliziertesten. Ich gehe erstmal die Zeitalter vom kleinsten Zeitalter zum größten durch. Vom kleinsten heißt für mich von der Kolonialzeit an. Die anderen Zeitalter, die werden von jemand anderem in unserer Gilde gemacht, von unserem Spieler im späten Mittelalter. Der macht dort das GVG und macht auch die Planung so für sich und spricht sich ab, auch mit anderen Gilden und so. Genau. Und ich starte quasi ab der Kolonialzeit. In der Kolonialzeit sieht es soweit okay aus. Ich weiß nicht, ob die Renegades uns angegriffen haben. Es sieht danach aus, ja. Die hatten uns angegriffen und deswegen wurde hier anscheinend diese Sektoren zurückerobert. Eigenartig, die hatten jetzt auch eine ganze Weile Ruhe mit uns. Mit denen hatten wir eine ganze Weile kein Problem. Ich würde jetzt hier noch Folgendes machen, und zwar das Hauptquartier verlagern und schon mal eine Belagerungsarmee stellen und den Sektor so weit runterkämpfen, dass nur noch ein Kampf zu machen ist. Das ist natürlich jetzt hier so eine gewisse Vertrauensvorschuss, sagen wir es mal so, also ein Vertrauensvorschuss darin, dass die Renegades nicht mitbekommen, was hier passiert ist. Und damit es ihnen noch ein bisschen schwerer gemacht wird, lösche ich die Belagerungsarmee wieder und hoffe, dass ich die dann kurz vor 8 nachstellen kann, damit wir diesen Sektor wirklich mit einem Kampf erobern können, weil hier ist ja nur noch ein Kampf zu erledigen. Ja, soweit, so gut. Dann würde ich jetzt mal ins Industriezeitalter gehen. Da
kämpfen wir nicht so wirklich, da gucken wir nur hin und wieder, wie wir da vorgehen und ob wir irgendwie Gegner haben, die wir ärgern können. Das sind in diesem Fall die Ritter der Freiheit hier im Süden. Da können wir dann, falls wir dazu kommen und falls sie nicht schneller sind als wir, noch ein paar Kämpfe machen. So, ich notiere jetzt erstmal den Plan für die Kolonialzeit oder die Idee für die Kolonialzeit im Notepad. Mache das hier. Ich will auch mal ein Video dazu machen. Beziehungsweise habe schon eigentlich eins vorbereitet, was so ein bisschen GVG-Planung beschreibt. So wie wir das bei uns machen, ist natürlich die Frage, wie das andere Gilden bei sich machen, ob sie es überhaupt bei sich machen. Aber ich plane hier, zumindest sollte ich zeitlich die Möglichkeit dazu haben, eigentlich immer ein bisschen voraus. Und schreibe das dann für alle sichtbar bei uns in den Discord-Kanal und in eine Ingame-Nachricht. Genau, so. Jetzt habe ich nur notiert, im Prinzip, ups, nur notiert, dass wir hier diesen Sektor einnehmen. Und wenn wir den eingenommen haben, dann ist der Deckel, das fiese Deckeln, nicht Pi, ja schon erledigt und dann kann da auch nichts mehr passieren. So, hier ist es ein bisschen gefährlicher in der Jahrhundertwende, insbesondere weil ja die Renegades hier auch unsere Nachbarn sind. Da bleibt uns eigentlich nur die Möglichkeit, hier diese ganze Reihe zu deckeln und den Sektor hier oben selbst einzunehmen oder aber sie durch die Nachbarn auf dieser Seite diesen Sektor einnehmen zu lassen. Müssen wir gucken, wer schneller ist. Ich würde hier noch eine zusätzliche Verteidigungsarmee reinstellen. Ich habe hier gar keine Einheiten mehr. Ich muss mal wieder Einheiten aus diesem Zeitalter produzieren. Genau, damit der Sektor einfach ein bisschen länger braucht, um eingenommen zu werden. Und die Idee ist jetzt, wir werden diese vier Sektoren deckeln und diesen Sektor einnehmen, sodass die Reihe hier gesichert ist, dass uns weder die Ritter der Freiheit noch die Renegades angreifen können. So, das ist 41, 17. 42, 18.
Ich habe hier das noch nicht umgestellt. Das ist natürlich ein Problem. Ich habe hier noch nicht umgestellt, das auf die neue Tastatur umgestellt und deswegen gibt es hier Probleme, was den Ton betrifft. Das ist ärgerlich. Ja, das ist ärgerlich. Ich muss die Konfiguration noch ändern mit der Tastatur hier. So, dann muss ich mal eben zwischendrin mal die Tasten hier rausnehmen. Wobei, ich habe es schon umgeändert, sehe ich gerade. Ist ja komisch, warum springt denn das auf das Ende? Eigenartig. Okay, naja, hilft ja nichts. Ich hoffe, ich finde es noch aus. Okay, gut. Und ich hoffe, es geht nicht nochmal weg. So, wie gesagt, dieser Sektor, oder wie ihr vielleicht nicht gehört habt, diesen Sektor möchte ich gerne deckeln lassen. Den sollen wir einnehmen und den sollen wir auch deckeln. Die Frage habe ich jetzt schon mal gemacht. Und auch das trage ich jetzt in den Plan ein. Also 58, 26 deckeln. 58, 28 einnehmen. Aber zuerst müsste der 57, 26 geholt werden. Denn sonst, also Sie haben auf jeden Fall Vorsprung, würde ich sagen. Deswegen, oder Vorrang. Gut. Okay, dann wäre das die Postmoderne. Dann gehe ich in die Gegenwart. Auch hier haben wir ein Problem. Aber ich würde sagen, wir versuchen uns hier oben zu halten. Hauptquartier kann nicht mehr verlagert werden. Da werde ich hier auch ein bisschen Verteidigung reinstellen, damit diese Sektoren nicht allzu schnell geholt werden können. Wir können natürlich diese Sektoren auch komplett voll machen. Das kann ich ja nochmal empfehlen, aber nee, ich glaube, das ist auch einfach zu ungewiss. Dann holen die sich die Sektoren wieder gegenseitig. Schnappen die sich die gegenseitig voneinander und dann können wir da nichts mehr gegen machen. Also belasse ich das erstmal bei dieser kleinen Verteidigung und frage die anderen nicht, dass sie noch mehr Verteidigung reinsetzen. Ich glaube, das bringt nichts. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, die Sektoren hier unten geben wir auf. Wir holen uns den 6035 und diese Linie hier. Zuerst den 6237. Und dann die anderen beiden, damit die sich nicht gegenseitig die Sektoren schnappen können. Das hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie viele Leute wir überhaupt werden heute Abend. Ob das überhaupt möglich ist, weil wir müssen ja gleichzeitig auch in der Zukunft operieren.60, 35 und 62. 37 zuerst. Und dann die anderen beiden, 63, 36 und
Ich verstehe nicht, welche Taste die Änderung macht. Ich tippe einfach nur normale Zahlen. Ich lösche jetzt diese Hotkeys alle. So, jetzt habe ich sie alle rausgelöscht, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr passieren. Ich gucke mal, ob die anderen jetzt funktionieren. Nö, die anderen funktionieren auch nicht. Die von der Tastatur, die ich eingestellt habe, die funktionieren bisher, glaube ich, nur bei dem Livestream, wenn ich jetzt auf dem anderen Monitor was aufnehme. Okay. Gut. Gut, die Sektoren hier unten geben wir auf und dann müssen wir hier flott sein und natürlich auch darauf reagieren, falls die Ritter bei den Renegades eine Belagerungsarmee stellen sollten oder die Renegades bei den Rittern. Das könnte natürlich auch passieren. Und dann müssen wir diese schnell abwehren. Auch hier müssen wir was machen. Auch hier stehen die Renegades vor der Tür. Weiß ich nicht, warum die auf einmal gegen uns sind. Möglicherweise sind die bei uns in der GG oder sowas. Und die haben schon wieder deshalb ein Problem mit uns, weil wir zu stark sind in der GG. Und ich muss dann das dann immer ausbaden im GVG. Beziehungsweise im GVG müssen wir es generell dann wieder ausbaden. Dafür, dass wir in der GG erfolgreich sind. Das ist zumindest das Problem, was die Doppelsöldner derzeit mit uns haben. So, Zukunft ist am schwersten. Ich gehe erstmal in die ASA. Wobei ich sagen würde, wir machen hier nichts. ASA im Anschluss. Erst versuchen, Zukunft zu sichern. Da sollen alle Kämpfer und Kämpferinnen, die wir haben und in der ASA kämpfen können, erstmal in der Zukunft mitmachen. So. Der Sektor muss hier definitiv schnell weg. Und die hier unten müssen schnell weg. Eigentlich muss alles irgendwie schnell passieren. Okay. Ich würde sagen, diese beiden zuerst. Hier alles volldeffen. Die bekämpfen sich möglicherweise gegenseitig. Das kann ein Problem sein, dass die sich hier wie gegenseitig Sektoren voneinander holen. Das heißt, der Sektor muss auch relativ schnell eingenommen werden. Und Deckeln brauchen wir hier eigentlich. Naja, den, aber den müssen wir eh. Okay. Deckeln können wir da nichts. Also 41,50. 41,50. 41,52. 44,48. Also erstmal würde ich sagen, 44,48 und 41,50 holen und dann die drei hier unten. Da würde sich auch lohnen, ein Bild zu machen, was die Prioritäten betrifft. Dann die drei hier unten.
weiß nicht, wie die reagieren, ob die sich selbst Sektoren freigeben zum Deckeln. Das ist nochmal gefährlich. Ich hoffe nicht. Und wenn doch, dann werden es mir meine Gildenkollegen bestimmt gleich sagen. Okay, gut. Also die Planung wäre, diese beiden Sektoren hier einzunehmen, Doppelsöldner. Dann den hier, die drei und dann den Rest. Und ringsrum alles schön volldeffen. Da das kompliziert ist, mache ich ein Bild. Also, zuerst rot. Zuerst rot. Schon mal falsch gemacht. Zuerst rot. Ja, passt schon. Dann orange. Wir dürfen die. Der ist ja schon aufgedöfft. Die Grünen hier unten noch ein Stück auf. Und dann holen wir die anderen Linien. Die gelben. Danke dir, Arak, für dein zweimonatiges Abo. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt hier viel Gemale. Wobei, das wird zu viel. Ich glaube, ich lasse die gelben einfach raus. Ich denke, das sollte klar sein. Am Ende holen wir die noch offen sind. Okay, gut. So, Discord erlaubt es ja, dass man Bilder einstellt. Und da kann man dann auch mal so ein Bild dann noch mit reinstellen zur Verdeutlichung dessen, was man vorhat. So, heute ist der 12.3. Dann muss ich nochmal die Freigaben durchgehen, ob ich die jetzt hier korrekt verzeichnet habe. In der Zukunft haben wir keine, die kann ich löschen. In der ASA haben wir auch keine, die kann ich auch löschen, wenn ich mich nicht irre. Im Prinzip können wir von hier ausgehend alles machen. ASA können wir noch aufdeffen. Okay. Also Jahrhundertwende haben wir 4 Freigaben, Postmoderne eine, Gegenwart haben wir auch keine. So. Sehr gut. Dann ist das geplant, dann stelle ich das bei uns ins Discord. In den GVG-Kanal. So, soweit, so gut. Okay, so, dann schaue ich mal, was ihr noch geschrieben habt. Hallo Benz. Hallo Arcangelus. Hallo nochmal Arak und danke dir für deinen Sub. Wer hat noch, das ist noch dazu gekommen? Und Tyrawal, danke für dein Bit. Achtung, du hast den Bildschirm gesperrt, Bit.
Okay. So. Die Greenscreens. Na, ich weiß nicht, ein Greenscreen. Also, ja, ich habe hier ziemlich viel Wirrwarr hinter mir. Und wenn mein Bildausschnitt, mein Kameraausschnitt noch größer wäre, dann würdet ihr noch mehr Wirrwarr sehen. Das ist ja unser Arbeitszimmer hier. Und genau, deswegen liegt hier auch immer relativ viel rum, wo halt immer dran gearbeitet wird oder was noch abzuarbeiten ist und so. Ja. Ja, Pi. Pi hat so einen tollen Uhrscreen. Ich glaube, Pi, du hast doch einen Greenscreen und machst da immer diese Uhr hin, oder? Also so habe ich das verstanden. Genau. Wie läuft das Event? Ja, auf der Hauptwelt gut. Also ich bin jetzt hier soweit mit der vierten Stadt schon fast durch. Da fehlt jetzt auch nicht mehr viel. Ich muss noch ein paar Kleeblätter sammeln. Das würde ich jetzt auch erstmal noch laufen lassen. Kann ja noch mal oder noch weiter die Manager ausbauen, dann geht es halt noch mal schneller. Jetzt sind es auch von 55 auf 48 gesprungen. Also ich denke mal, ich werde das hier wahrscheinlich so morgen, übermorgen beenden können. Dann kann ich noch ein paar Preise einsammeln und dann noch eine fünfte Stadt beginnen. Wie viel muss man eigentlich machen? Vier reichen, ne? Ich bin jetzt nicht sicher. Das ist doch Quatsch, Pi. Das ist doch Quatsch. Ohne Cam wäre es nicht besser. Wir wollen dich schon sehen. Ja, das mit dem Big Bang gucken hat mir letztens ein Problem verursacht, da nämlich von meinem Portal Stream, beim ersten Portal Stream, irgendwie die ersten 6 Minuten oder sowas, der Ton ausgeblendet wurde oder der Ton gemutet wurde, wegen Urheberrechtsproblem, genau. Also danach war es dann kein Problem mehr, wahrscheinlich weil ich gesprochen habe und weil das dann untergegangen ist im normalen Ton. Aber sonst ist es natürlich nicht so günstig, wenn irgendwie Teile fehlen dann. Das hier kann runter. Das brauche ich nicht. Das finde ich nur nicht. Okay. Gut. Der Plan steht. Das hier kann ich wieder löschen. Oder schließen. Plan steht, kopiere ich noch in den entsprechenden Kanal für die Planung. Und dann fülle ich noch auf. Hm. 25 bis 30 GVGler heute. Ja. Ich bezweifle, dass es so viele geworden sind. So, Moment, was hat er denn jetzt gemeldet? Was passt ihm denn nicht? Wahrscheinlich zu viele Zeilen. Wahrscheinlich zu viele Zeilen. Und zwar genau 5 zu viel. 5 sind ganz schön viele. Machen wir die Einzeiler hier wieder. So. Noch ein Einzeiler. Schon mal 3 Zeilen gespart. Vier. Und fünf. Okay. So.
Hallo Tosa. Ja, gut geht's. Gut soweit. Ich dachte, ich mach mal GVG-Planung live. Wir greifen Krieger Baldurs überall an. Ganz neue Idee von mir. Oder Baldurs Krieger oder nee, ihr heißt ja jetzt anders. Wobei du bist ja gar nicht mehr da, ne? Stimmt, du bist ja dafür, sie anzugreifen. Okay. ja, Sir Baldur Drake, genau. Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht. Also, wo ich weiß, von Toff, also ich weiß halt, von Toff schaut Leke manchmal zu, aber der wird halt jetzt selbst zu tun haben, nehme ich mal an, mit der Planung für sich selbst, also für das eigene GVG. Ich weiß gar nicht, ob er GVG spielt. Wenn doch, dann kann er das jetzt, wenn nicht, dann kann er das natürlich jetzt weitergeben. Aber ich denke schon, dass er GVG spielt. So. Ja. Okay. GVG ist dir zu anstrengend bei Blacklist? Bist du bei Blacklist? Blacklist rast halt überall durch, ne? Ich meine, das Berechenbare an Blacklist ist halt, dass man weiß, was sie machen. Okay, gut. Gut, dann würde ich jetzt mal in unseren GVG-Kanal gehen und stell dafür dann die Lautsprecheraufnahme aus, weil ich jetzt die anderen nicht gefragt habe. Es kann sein, dass er sie trotzdem so ein bisschen hört, natürlich dann leiser. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. So, Lautsprecher aus. Okay. Also, ihr müsstet jetzt, wenn ich jetzt hier Musik anmache, dürftet ihr nichts mehr hören. Ansonsten sammeln sich jetzt. Also, ihr hört höchstens durchs Mikrofon ein bisschen was. Also von der Musik mit. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt in unseren GVG-Kanal, ins Discord. Seacard ist ja auch schon da. Sehr schön. Er ist ja hier auch mit im Streamchat. Und dann könnt ihr mal zuhören, was ich so sage. Guten Abend. Hallo. Also ich habe die Planung gerade online gestellt. Du weißt es ja. Was hat er denn geplaudert? Was hast du denn geplaudert? Vorgewarnt, echt? Aber ja, aber ich hab den Ton ausgemacht für die Lautsprecher. Also so, dass eigentlich von euch nicht wirklich was durchkommen sollte. Höchstens ganz leise. Genau. Ich soll, wenn Bienchen kommt, soll ich Bienchen liebe Grüße von Tosa mitgeben. Weiß ich noch nicht. Also ich hab's jetzt nicht gelesen. Ich würde sagen, wir geben die nicht frei, sondern wir versuchen direkt die Linie bei den Rittern zu holen. Die Sektoren sind ja schon relativ gut aufgedefft. Wie haben denn die Ritter in den letzten Tagen so sich verhalten? Also haben die viel freigegeben und wiedergeholt? Oder wie sind die vorgegangen?
Ach so. Okay, verstehe. Also sind Sie möglicherweise auch noch gar nicht so richtig wieder zurück von ihrer GVG-Pause? Ja, ich seh schon. Also ihr habt es hier offen gelassen und dann sind Sie halt hier reingekommen und haben das Hauptquartier verlegt, noch um noch einen weiteren Sektor zu holen. Ja. Also meine Idee wäre jetzt, dass wir die dann nur zurückholen, die drei da unten. Und wenn sie auf der linken Seite noch ein Stück hochwandern sollen, dann ist es eben so. Ich denke, wichtiger ist, dass wir uns um die Doppelsöldner und um Blacklist kümmern. Und als. Ich glaube, sie hatten noch nicht so viel eingenommen. Sie haben jetzt vor 52 Minuten, genau hier im Log, seht ihr, vor 52 Minuten haben sie erst weitere Sektoren geholt. Also ich glaube, sie hatten auf der rechten Seite nur ein oder zwei Sektoren und konnten ihr Hauptquartier noch verlegen. Ich nehme mal an, von oben nach unten oder sowas, und dann haben sie noch zwei geholt. Ich würde sagen, dass wir die Sektoren, also Moment, wie gehen denn die Doppelsöldner vor? Machen die vier freigeben und wiederholen? Auch nicht. Okay, dann müssen wir damit wahrscheinlich nicht rechnen. Also von daher. Ja, habe ich jetzt nicht direkt mir so gedacht. Ich dachte, wir versuchen lieber Blacklist ganz rauszuhauen. Ist halt ein bisschen die Frage, ob wir das packen gegen so viele auf einmal. Also, was ich jetzt hier als allergrößte Gefahr sehe, wäre der Sektor 4448, dass sich da entweder Blacklist drauf stürzt und sie dadurch relativ schnell drin bleiben. Oder dass die Doppelsöldner nach oben Richtung Blacklist sich einen Sektor sichern. Das wäre weniger das Problem, ja, weil sie sich dann nach oben abdrängen selbst. Also ich denke, wir sollten 44,48 und auf der linken Seite 41,50 am schnellsten holen. Ja. Und ich würde sagen, dass wir. Ja. Also, wir sollten 43,50, also die Sektoren, die ich da im Bild grün gemalt habe, lasst uns die mal noch auf vier Verteidigungsarmeen aufdeffen. Und außerdem in der ASA diese vier Sektoren hier unten am See, die aufdeffen. Also ich würde die jetzt in der ASA machen. Wär cool, wenn ihr die Grünen übernehmen könntet. In der Zukunft. Weil in der ASA, die würde ich jetzt gar nicht machen. Die machen wir dann, sofern sie noch da sind, nachdem wir die Zukunft gemacht haben und die anderen, naja, vor allem die Zukunft. Also in der ASA sollten wir, denke ich, heute gar keinen abstellen für den Anfang wieder. Ich denke mal, ihr habt das jetzt die letzten Tage auch so gemacht, oder? Das in der. Ja. Bitte? In der Zukunft auf vier, würde ich sagen. Und in der ASA gerne noch die voll machen, also wirklich voll die vier Stück. Damit wir da einfach ein bisschen Puffer haben. Und
Ja, es geht vor allem um die Einnahmedauer, ne? Richtig. Ja, bitte. Naja, da ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Also wenn wir den, wenn sie das machen, dann müssten wir den freigeben und wiederholen. Und das Wiederholen kostet halt, oder das Freigeben und Wiederholen kostet halt ähnlich viel, wie wenn wir den verlieren einfach. Von daher würde ich das Risiko eingehen. Und eventuell greifen die Ritter der Freiheit die Nibelungen gar nicht an, weil die miteinander irgendwie verpaktet, vernappt sind oder sowas. Wenn du sagst, sie haben uns gestern nichts getan, dann können wir es riskieren. Also es kann sein, dass sie in der Jahrhundertwende nichts machen, weil das Gebiet eh schon relativ groß ist. Also wenn du meinst, da passiert nichts, dann können wir es riskieren und den offen lassen. Und ihr könnt ja die Augen offen halten. Wenn das passiert, während ihr eh hier kämpft, dann holt ihr euch den einfach, ne? Okay, super. Sehr gut. Okay, wir haben noch 6 Minuten. So, jetzt muss ich mal schauen, wer ist denn jetzt alles gekommen? Parvati ist leider noch stumm gestellt. Von daher, vielleicht kannst du Tyras die Freigabe in der Pomo machen. Da ist noch einer offen, und zwar der 48, 26. Genau, 58, 26. Den unten habe ich schon freigegeben, den können wir uns dann wiederholen. Der ist aber relativ unkritisch. Wir müssten halt. Genau, die beiden müssen wir halt holen. Namen Parvati, ich hab grad schon mit Tyras gesprochen, wegen der Pomo. Gestern oder was? Okay, naja. Ja, das passiert halt manchmal. Genau. Also, wie gesagt, den 58, 26 freigeben und den 56, 57, 26 holen, und dann passt es schon in der Pomo. Ja, am besten macht ihr das zu zweit und kommt dann schnell mit rüber in die Zukunft. Das müsste ja eigentlich relativ schnell gehen dort. In der Kolo habe ich auch einen Sektor vorbereitet, den 2312 von den Renegades, weil sie uns da auch angegriffen hatten. Obwohl sie da auch ein relativ großes Gebiet hatten. Keine Ahnung, was bei denen jetzt vorgefallen ist. Sind die bei uns in der GG oder so? Dass sie uns plötzlich angreifen? Das übliche Problem. Naja, okay. Naja, schauen wir mal. Brauchst du nicht machen. Brauchst du nicht machen. Ich würde sagen, wir holen 41, 50. 44, 48. Also zuerst 44, 48 auf der rechten Seite oben, dann 41, 50. Dann machen wir die drei Sektoren von den Rittern im Süden. Auf der linken Seite lassen wir offen die 40, 53. Die können wir auch freigeben anschließend. Und dann holen wir uns die Doppelsöldner und Blacklist. Also in der Reihenfolge.
Wie gesagt, der 44-48, der nördliche von den Doppelseltenen, der ist am gefährlichsten, weil sich da Blacklist quasi hinretten könnte, ohne Probleme. Und sonst müssen wir natürlich aufpassen, falls sie doch freigeben und wiederholen. Dann müssen wir da schnell selbst eine BA stellen. Nabend. Ja, Gegenwart ist natürlich auch kritisch, ja. Ach, und die Ritter haben aufgedefft. Sehr witzig. Also die Ritter möchten anscheinend in der Gegenwart drin bleiben. Bedeutet, wir müssen eigentlich die Linie auch aufdeffen. Nee. Nee, ja, es ist auch verkraftbar. Wir könnten relativ einfach wieder landen. Genau, also ich würde sagen, welchen? Ja, das stimmt. Könnte man. Aber wahrscheinlich werden sich die Ritter den holen, wenn wir rausgeschmissen werden. Werden die sich auch holen, wenn wir rausgeschmissen werden. Ich glaube nicht, dass das klappt. Nee, lass mal die Gegenwart erstmal beiseite. Lass uns erstmal alle in die Zukunft gehen, außer Tyras und Tyras und Parvati und Dede. Ja. Genau, DD macht Jahrhundertwende, Tyras Parvati machen schnell die Pomo. Ihr könnt ja danach einen Blick in die Gegenwart machen und dann in die Zukunft kommen, je nachdem, wie es so läuft. Wenn in der Gegenwart schon was los ist, dann können wir uns vielleicht ein bisschen auftrennen, wenn nicht, dann nicht. So, okay. Also wir hätten nur die Pomo-Freigabe und die vier in der Jahrhundertwende. Die wären auch schon eingeteilt. Genau, 30 Sekunden gut noch. Okay. Gut, und vielleicht 44, 48, die Doppelsünder dürfen links auf 41, 50. Und das Hauptquartier auch. Ja, bitte. Und die Ritter der Freiheit haben links unten einen zum Deckeln freigegeben. Das heißt, da müssen wir die BA reinkriegen. Das ist jetzt noch wichtiger als der 4448. Er ist berechnet. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt oben. Dann den gegenüber. Wenn die Ritter den da unten holen, ist total okay. Sollen sie machen. Einfach ignorieren da unten den. Ja, macht mal, da tut sich ja noch nichts. Macht mal erstmal den Rittersektor links. Ja, da ist noch relativ viel Puffer. Sieht gut aus. So, dann gehen wir oben auf den Blacklist-Sektor, damit wir den abschneiden.
den Angriff da oben. Lasst mal die Söldner noch in Ruhe. Nach oben links haben sie sich gerettet. Okay, machen wir einfach zu nach oben hin. Da ist ja nur noch der eine. Sehr gut, guck mal in der Gegenwart. Die geht oder geht schon in die Gegenwart. In Zukunft sieht gut aus. Sehr schön. Ja, nach oben hin ist alles zu. Leider haben wir das Blacklist Hauptquartier. Haben wir das jetzt nach links verschoben oder? Ah, das ist nicht so schön. Ach, es war Fairplay, okay. Ja, ich dachte nämlich auch, das ist nach oben geflogen. Ja, gut, dann ist es so, ist nicht so schlimm, die können uns maximal zwei Sektoren klauen. Gut, schauen wir erstmal andere Zeitalter, Gegenwart. Oh, Gegenwart braucht Unterstützung, definitiv kommt man mit in die Gegenwart. Das lässt sich noch hinbiegen. Ausgezeichnet. Auf der linken Seite aufdeffen. Ah, das wird nichts mehr, oder? Links schnell abwehren. Na, jetzt haben sie ihn. Okay, dann holen wir den Ritter. Erstmal den Rittersektor abwehren nochmal, die Ritter-BA. Und selbst aufdeffen. Ja, jetzt fehlt noch einer. Jetzt greifen sie auch oben an. Das war zu erwarten. Jetzt müssen wir oben auch noch reagieren. Machen. Trotzdem nochmal abwehren vorher. Und selbst eine BA nachstellen. VA natürlich. Das wird jetzt auch knapp. Versucht nachzustellen. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt links abschneiden. Erstmal den linken holen, jetzt genau, jetzt abwehren. Und jetzt den unten. Dann sind die Ritter raus. Renegades werden sich noch einen holen. Da können wir dann auch gar nichts gegen machen. Wir müssen nur jetzt relativ schnell den holen, damit die Ritter gleich noch abgeschnitten werden können. Ja, sehr gut. Und jetzt die Ritter abschneiden. Okay, gut, werden sich Renegades jetzt noch holen. Ist jetzt aber erstmal gesichert. Pomo ist. Okay, Reawaken greift uns im Morgen an. Das ist jetzt wahrscheinlich zu spät, um es abzuwehren. Da müssten wir jetzt ganz mega flott sein. Und direkt. Ja, ist schon zu spät. Dann holen wir uns die beiden. Nachstellen. Sehr gut. Jetzt abschneiden. Ich meine, das Hauptquartier können sie halt verlegen und dann noch drei holen. Werden sie wahrscheinlich auch machen. Alles andere wäre ja Quatsch.
Aber gut, Problem von morgen. So, in der ASA geht es auch schon rund. Da können wir eben mal die Ritter der Kokosnuss links abwehren und selbst eine BA stellen. Und wir müssten einen Sir Baldur Drake noch abwehren und auch auffüllen. Zukunft können wir, glaube ich, jetzt ignorieren. Das ist großteils jetzt erstmal gesichert. Okay. Weiter abwehren in der. Also, wenn ihr Asa nicht könnt, dann geht gerne in die Zukunft und macht. Aber wir müssen in der Asa erstmal abwehren, Sir Baldur Drake, und auffüllen, möglichst voll machen. Und dann können wir mit dem Abschneiden anfangen. Die sind auf jeden Fall flott. Sauerei. Wieder zu spät. Ja, das sind halt viele, ne? Inzwischen sind es halt viele GVGler bei denen. Das ist, sieht so gut aus. Okay, jetzt würde ich sagen, voll auf Angriff. Müssen wir mal gucken, wie gut wir hinkommen. Vielleicht müssen wir nochmal umschwenken auf Verteidigung. Wild and Free, Reawaken wollen den holen, oder? Ach, ist nicht so schlimm. Sehr gut, in der ASA. Das sollte funktionieren. Yes, ist unserer. Unten haben wir jetzt noch einen Sektor von auch von Sir Baldur Drake. Da das gleiche. Okay. Mach mal den einen Kampf in der. In der Kolo eben. In der Jahrhundert werden wir, in der Iza werden wir gerade rausgeworfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da schnell noch was holen von den Rittern, bevor sie uns rauswerfen. Ich denke, die Asa ist ja jetzt soweit. Okay. Also wer nicht Asa kann. Ich helfe noch mit in der Asa. Ja, aber es geht doch voran. Eben haben sie nicht aufgedüft. Sehr gut. Dann können wir im IZ gleich noch einen kleinen. Oh, sehr gut in der Nase. Jetzt haben wir den Sektor. Ja, machen wir. Erstmal den oben, bevor da irgendjemand Fremdes landet.
Der ist ja auch flott geholt. Ein Iza könnt ihr ja noch zwei holen, wenn ihr wollt. Also die, die nicht Asa können. In der Iza? Nee, ich glaube auch, also das lohnt sich nicht. Das wird sonst so teuer. Einfach nur die zwei holen. Ja, wir könnten vielleicht morgen zur Vorbereitung, dass wir drin bleiben, den 31, 24 vorbereiten oder so. Bis auf einen Kampf. So, sonst sieht's gut aus, ne? Nee, ich würde sagen, wir riskieren das jetzt und schauen, was Renegades macht. Also vielleicht holen sich auch die treuen Gefährten den noch. Weil ich glaube. Ja, schauen wir mal. Ach so, okay. Okay. BA im Morgen. Ja gut. Das war jetzt zu erwarten. Da müssen wir morgen dran. Aber dafür haben wir in der Zukunft dann morgen nicht ganz so viel zu tun, da wir zumindest die Doppelsöldner jetzt mal raus haben. Warum greifen wir da gerade die Crazy Birds an? Wer hat die BA auf Crazy Birds gestellt in der Zukunft? Na, aus ästhetischen Gründen neue Feinde machen ist keine so gute Idee. Na, haben die uns den geklaut oder haben die den geholt, weil der frei war, weil der von jeder anderen Gilde besetzt war? Ja, das kann sein, aber Grenzen verschieben sich halt. Ich würd jetzt sagen, ich meine, da kann halt sowieso nicht groß was passieren. Sie könnten halt den Fairplay-Sektor holen oder unsere im Süden. Die sind aber mehr oder weniger eh einkalkuliert, dass wir die verlieren könnten. Die Deckelungslinie steht halt dahinter, also 41,50 und 41,52 und die darunter. Ich denke, das ist schon okay. Also wenn sie uns da angreifen sollten, dann wissen wir Bescheid. Ansonsten würde ich sie in Ruhe lassen, lieber, bevor sie sich ärgern über uns und dann uns wirklich angreifen. Okay, ich hoffe, die verstehen das auch so. Gut. Sonst haben wir auf der rechten Seite noch einen Blacklist-Sektor, den wir noch holen könnten. Den 44-47. Ciao an den, der gegangen ist. War jetzt gerade nicht sicher, wer es war. Okay. Vier 45,47. Okay, und dann haben wir morgen die Ritter im Süden und Blacklist. So in Teilen im Norden.
Da müssen wir Fairplay nochmal schreiben, dass sie das ihr Gebiet da ein bisschen aufdeffen. Und vielleicht auch Hell's Horde. Die bekämpfen sich ja noch gegenseitig. Wir könnten vielleicht den 41, 47 dann freigeben für Hell's Horde oder so, dass sie sich den sichern könnten. Vielleicht klappt das. Da müssen wir mal schauen. Aber müssen wir auch noch absprechen. Okay. Ja, lief doch ganz gut, denke ich. Morgen müssen wir morgen machen. Asa sieht auch gut aus. Gegenwart auch besser als erwartet. Nicht raus, ne? Gut. Okay, ja, ich auch. Schönen Abend noch. Ciao. Bis, naja, bei mir morgen wahrscheinlich nicht, ne? Also bin ich wahrscheinlich wieder bei den Schwiegereltern. Aber wer weiß. Montag ist ja Fußball. Naja, bis Dienstag würde ich vermutlich schon mal sagen können. Ciao. So, okay. Dann schalte ich mal wieder die Lautsprecher an. So, auch wenn da nichts weiter drauf läuft. Okay, und dann kann ich ja mal gucken, was ihr so Tolles geschrieben habt. So. Okay. Ja, Bienchen, Archio, Kampfdruide, liebe Grüße an die. Ich glaube, Archio war dabei. Jetzt habe ich aber leider das zu spät gelesen und kann das jetzt natürlich nicht mehr ausrichten. Okay, das sind die ehemaligen Baldur Drake Leute, die du noch kennst, ne? Tosa. Okay, so. Ja. Zukunft gleich BA von Blacklist. Ja, da hast du natürlich guten Einblick. Tosa. Also hat ja tatsächlich einer unserer Feinde mitgeguckt. Du, Tosa. Und konntest Intel verbreiten, Aufklärung machen. Du machst für Blacklist kein GVG mehr. Ja. Okay, also mein Plan für nach dem GVG ist, dass ich gerne noch mit euch über das GVG spreche und dass ich auf jeden Fall nochmal die ganzen Stati in den verschiedenen Welten durchgehe und gucke, ob ich da noch in dem St. Patrick's Day Event was machen kann, in der Questreihe weiterkomme oder in dem Minispiel. Ja, GVG ist erstmal durch. Ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Insbesondere in der Zukunft haben wir so ziemlich alles erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Da kann man jetzt nicht meckern. Also, ich glaube, Blacklist hat diesen Sektor geholt und dadurch konnten sie von uns den noch holen, aber das ist verkraftbar. Genau. Und dass jetzt die Ritter der Kokosnuss, Quatsch, die Ritter der Freiheit, hat mich jetzt irritiert, die sind hier direkt nebeneinander, neben die beiden Ritter. Gilden. Hier was geholt haben, war ja auch eingepreist. Das habe ich ja im Prinzip ignorieren lassen. Genau. Ja. Und sonst, also ich versuche halt diesen Planungstext, den ich jetzt hier gemacht habe, kann ich auch nochmal zeigen. Den versuche ich halt möglichst vorzubereiten vor dem GVG, auch wenn ich dann nicht dabei bin. Was relativ häufig der Fall bin, wenn ich meine Fall bin, Fall ist, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe, weil das meistens länger dauert als bis 8 Uhr, bis sie eingeschlafen ist.
Aber die Planung kann ich dann immer machen, wenn sie Sandmann guckt. Genau. Und das ist so relativ fest eingeplant. Also zumindest an den Tagen, wenn ich da bin. Jetzt am Freitag war ich beispielsweise nicht da. Da waren wir alle zusammen beim Schwimmen. Und da konnte ich dann auch keinen Plan machen. Und sonst haben wir auch noch ein paar andere, die sich so gut eindenken ins GVG. Und der Sikard ist auf jeden Fall auch einer davon, der echt guten Überblick hat und auch gute Tipps gibt. Von daher würde ich mich eigentlich freuen, wenn er auch offiziell beim GVG mit unterstützen würde bei der Planung. Ansonsten sind auch relativ gut drin Tyras und Justy. Justy ist halt leider nicht mehr so häufig dabei, weil er beruflich viel zu tun hat. Tyras ist aber auch fast täglich da. Tyras ist diejenige, mit der ich Tosa, mein, Tosa sage ich schon, Tyraball manchmal verwechsel. Sikert hat eine echt tiefe Stimme. Ja, also ich weiß nicht, wie viel ihr so hören konntet von den anderen. Also konntet ihr den Gesprächen so ein bisschen mitfolgen? Ja, Tyraball. Also eigentlich habe ich ja ein Headset auf und die Lautsprecher sollten jetzt nicht so direkt ans Mikrofon mit dran gehen, aber so wie ich das mitbekommen habe, hört man schon ein bisschen was immer. Okay. Tja, so hat man, hat jeder irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung von seiner eigenen Stimme. Aber ich bin meiner Stimme inzwischen sehr gewöhnt und ja, fremdel da nicht mehr mit, wenn ich mich selbst höre. Glaube, daran liegt es ein bisschen, ne? Also wenn man sich selbst hört, wenn man sich also normalerweise nimmt man sich nicht auf. Und dann findet man immer, man hört sich seltsam an, wenn man sich dann das erste Mal in einer Aufnahme hört. Und Freakman meinte das, glaube ich, auch mal, dass er immer furchtbar findet, wenn er sich selbst hört. Aber das ist einfach nur Gewöhnungssache. Genau. Ich fand das auch ganz furchtbar am Anfang, wo ich mich so die ersten Male selbst gehört habe und dachte, so höre ich mich doch nicht an. Warum höre ich mich für alle anderen so an? Ihr habt nichts gehört? Ach so, okay. Dann hast du das gar nicht ernst gemeint. Ja, aber selbst wenn ihr es jetzt gehört hättet, wäre das jetzt, denke ich, auch nicht ganz so schlimm gewesen. Aber ich hoffe, man konnte das trotzdem ein bisschen nachvollziehen. Also es gab halt so Empfehlungen so für verschiedene Zeitalter. Kann ich ja noch mal zurückgehen. Also einerseits hatte Sika zum Beispiel gewisse Sektoren empfohlen anzugreifen, wo wir denn das Hauptquartier verlagert haben, hier beispielsweise nach 2674, um diese beiden Sektoren noch zu holen. Das hat er empfohlen, da habe ich jetzt nicht mehr groß drüber nachgedacht, nur relativ schnell gesehen, wie viele Schilde in den anderen uns umgebenden Sektoren schon drauf sind und dass wir da hätten nicht mehr viel machen können, also maximal einen Sektor holen und hier könnten wir noch zwei Sektoren holen und von daher bin ich da halt auch sofort mitgegangen. Und dann war aus der Gilde noch Maus, die ein paar Empfehlungen gemacht hat zur Jahrhundertwende. Einerseits auch den 4116 auszulassen und den nicht einzunehmen, weil eben die Renegades in der Jahrhundertwende uns wohl nicht angegriffen hätten. Das kann sein, dass sie uns hier nicht angreifen, weil sie da selbst ein bisschen auf ihre Güterkosten achten müssen. Und wenn wir uns darauf verlassen können, dass sie uns hier nicht angreifen, dann
Ist natürlich gut. Ist allerdings komisch, dass sie uns dann in anderen Zeitaltern, wie beispielsweise hier im Morgen, dann versuchen, unser Gebiet wegzunehmen. Ja. Ist, und morgen ist, glaube ich, nicht das einzige Zeitalter. Sie sind ja, genau, hier in der Gegenwart sind sie ja auch. Aber das war jetzt erstmal nebensächlich. Auch im Morgen sind wir noch relativ sicher, denke ich. Und in der Gegenwart hatte Seekert erwähnt, dass wir uns eventuell auch rausschmeißen lassen können, wenn wir uns erstmal auf die Zukunft konzentrieren, weil wir hier einfach auch ganz schnell wieder neu landen können. Ach so, stimmt. Reawaken. Reawaken. Stimmt. Aber in der Kolonialzeit hatten uns die Renegades angegriffen. Das ist es halt. In der Kolonialzeit hatten uns die Renegades angegriffen. Und das sind zwei verschiedene Gilden, da hast du recht. Renegades Jahrhundertwende, Reawaken in der Gegenwart und wahrscheinlich auch im Morgen, oder? Ja. Gut, dann hoffe ich mal, das passt trotzdem. Okay. Dann. Ja, dann ist es ja nicht so wild, wenn sie sich da irgendwie mal einen Sektor holen. Den können wir dann ja auch wieder abgeben hier. Morgen oder so. Genau. Mein Fehler. Okay. Ja, gut. Sonst, wie gesagt, wollte ich die Welten durchgehen. Und in der. Im St. Patrick's Day Event vielleicht noch ein bisschen voranschreiten, so dass dann möglich ist. Gefunden. Hier habe ich auf jeden Fall noch mal was auszugeben an Forge-Punkten. Dann habe ich die Quest auch fertig. Mal gucken erstmal, ob es hier vielleicht irgendwo günstig Forge-Punkte gibt. Ich habe jetzt natürlich das Discord angelassen, deswegen plinkt es wahrscheinlich jetzt hier immer so ein bisschen. Ist halt die Frage, ob ich jetzt den Ton ausmache, damit ihr das Pling nicht hört. Ist jetzt wahrscheinlich aber auch nicht so schlimm. Aber ich hatte es jetzt angelassen, weil ich natürlich selbst im Discord war, um mit meinen Gildenkollegen da zu sprechen und mich mit ihnen zu koordinieren. Gut, aber jetzt war hier. Ach, da baut jemand ein Aachener Dom. Na dann. Spende ich die doch da rein und dann habe ich hier die Quest erledigt. Und dann muss ich eine Stundenproduktion machen. Wie viel denn eigentlich? Sechs. Ja, breche ich mal nochmal ab. Hier habe ich ja die 4-Stunden-Produktion gerade gestartet, glaube ich. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Dann ist die Quest später auch fertig. Vielleicht kann ich hier noch drei Kämpfe machen. Daneben geklickt. Wird jetzt, also ich komme schon relativ weit jetzt mit meiner Stadt hier. Das ist schon ganz schön zu sehen. Dass ich da schon relativ weit komme in der Gex. So, jetzt sind mir aber die gebundenen Einheiten ausgegangen. Von daher mache ich jetzt mal noch einen Nachbarn. Ich hoffe, der hat nichts in der Verteidigung. Sehr schön. So, dann sind die drei Kämpfe vorbereitet und die 1-Stunden-Produktion laufen. Jetzt hätte ich nochmal 10 Forge-Punkte zum Ausgehen. Die kriegt dann geben, die kriegt dann wieder Cyborg. Okay, gut. Und dann in die Eisenzeitkampfstadt. Auf F.
Hier sind, glaube ich, schon 1 Stunden Produktion gelaufen. Genau. Kann ich direkt abholen. Dann weiß ich schon, was mich erwartet, wenn ich mit der Quest fertig bin. Auf A. Ein Kampf und Dekoration bauen. Das ist einfach. Das kriege ich auf A auch locker hin. 3, 4, 5. Dann nochmal 3 Kämpfe gewinnen und 4000 Münzen einnehmen. Die Münzen dauern ein bisschen. Vielleicht. Die könnte ich aber auch mit ein bisschen Glück hier bekommen. Gleichzeitig auch die Kämpfe machen. Schauen wir mal. Bisschen Glück in der Gex, dass das klappt. Ja, da kam schon mal 1000 Münzen rein. Ich werde auf jeden Fall nicht so lange machen, wie Pi und Josie hier normalerweise machen, weil ich würde, nachdem ich nachdem ich die Städte durch bin, gerne noch ein bisschen Fernseh schauen mit Alex. Glückwunsch, Sikat. Wo ist mein Wein? Ja, gute Frage. Ich hab mir gar nichts vorbereitet. Ich habe nur Wasser. Und, ne? Wasser zu Wein verwandelt sich in meinem Mund zu Wein. Ist das jetzt schon Blasphemie? Also, ja, da müsste ich ja jetzt weggehen, Pi. Ja, nee, nee. Dann müsste ich jetzt weggehen und mir mein Getränk holen. Deswegen schaffe ich es auch nicht bis 2 Uhr nachts, sagst du? Ja, aber vielleicht kann ich mit dem Freakman oder wer auch immer Lust hat, heute Nacht noch mal eine Runde Rocket League drehen. Freakman hat mir ja nicht geantwortet, wie gut er inzwischen ist. Ich glaube, Freakman ist inzwischen Rocket League Oberboss. Und da komme ich gar nicht mehr mit. Mein Promethium-Stand, das können wir gleich machen. Falls ich nicht dran denke, nachdem ich hier die Kämpfe gemacht habe, erinnert mich nochmal dran. Genauso schlecht wie am Anfang, aber hast du inzwischen nicht gespielt, seit wir das letzte Mal gespielt haben? Das war, glaube ich, letztes Wochenende. Ist halt die Frage, ob ich dann nochmal streamen soll. Ich kann das machen. Eine Wette um die Höhe des Prometheums? Oder was für eine Wette, Pi? Also, was ist der Wetteinsatz und was ist der Wett Gegenstand. Oder ist es einfach nur, also ohne Wetteinsatz. Ihr gebt Tipps ab, wie viel Promethium ich habe. Und wer gewinnt, der hat gewonnen. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Ich hab keine Ahnung, wie viel Promethium ich habe. Also
würde jetzt genauso ins Blaue raten wie ihr. Also ich kann durchaus mitmachen. Also gebt gerne ein paar Tipps ab, wie viel ich habe. Ich kann ja mal so ein bisschen die Rahmendaten geben. Ich denke, in der UZ bin ich vor einem guten. Ich glaube, ich bin in die UZ gewechselt, als die Gildengefechte begonnen haben. Also als die ersten Gildengefechte begonnen haben. Das heißt, davor war ich in der AZ. Und auch da war ich eine ganze Weile. Und seitdem lasse ich eigentlich mein Schiff immer fahren. Aber braucht das Promethium eigentlich nicht mehr. Also ich weiß nicht, für ein paar Quests oder so, wird es bestimmt noch gebraucht worden sein. Aber ja, sonst nicht. Also ich kann selbst sehr schwer abschätzen, wie viel ich davon habe. Und ich glaube, pro Ernte kriegt man so, also pro Schiffsladung sind das doch immer so 80 bis 100, oder? Bei Promethium. Orichalkum sind, glaube ich, noch mehr, was man da bekommt. Bei Promethium ist es ein bisschen weniger pro Schiffsladung, was man da bekommt mit voll ausgebauten. Es hängt natürlich immer davon ab, wie. Deswegen sage ich auch 80 bis 100. Welche Crew man hat. Gut, das mit den Münzen hat jetzt nicht ganz geklappt, aber ich werde hier noch ein bisschen nachhelfen. So. Okay, Produktion des vorherigen Zeitalters, das sind ja die Schmieden. Dann kann ich da mal 5 Minuten Produktion anmachen. So. Also ihr habt jetzt Tipps abgegeben, aber ich. Für Jupiter-Mond braucht man ein bisschen Promethium, circa 100, okay. Also Tyraval ist mit einer sehr hohen Zahl eingestiegen, Benz mit einer nicht so hohen, Onata mit einer eher niedrigen. Ich glaube, die Schätzung von Master of Disaster 42 ist, glaube ich, eher die Antwort auf alle Fragen, aber nicht die auf die, wie viel Promethium ich habe. Noch gibt es die Gelegenheit, einen Tipp abzugeben, falls ihr noch Ideen habt. Pi und Seekat und Freakman haben auch eher hohe Zahlen abgegeben. Naja, sagen wir mal eher Mittel. Tyraval hat einen sehr hohen Wert abgegeben. Mit über 1 Million. Topstar ist unter 100.000. Okay. Güterspenden. Güterspenden 40, das ist natürlich hier auch ein leichtes. Und leider ist der Boost noch nicht abgelaufen. Und motivieren. Ich motiviere mal noch und vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Die Frage ist, was man gewinnen kann. Achso, du hast die Frage nicht mitbekommen. Master. Wie viel Orichalkum habe ich? Quatsch, nein, sorry. Wie viel Promethium habe ich? Ich habe, wie gesagt, ich habe den Hafen immer betrieben. Ich bin aber aus der arktischen Zukunft raus, seitdem die Gildengefechte gestartet sind. Also seitdem die das erste Mal gestartet sind. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange die Gildengefechte schon laufen. Und alles, was ich seitdem eingesammelt habe. Das werden wir gleich auflösen. Die Frage ist, was man gewinnen kann. Also der am nächsten dran ist. Habt ihr eine Idee, was wir da machen können?
was der Gewinn ist, wenn ihr einen Gewinn wollt. Komme ich auch noch ein bisschen voran hier. Was war der auf 2 bei der Feuerwerkstatt? Bei der Feuerwerkstatt. Bei der zweiten Stadt? Genau, ich hatte beim FOE Olymp unter Events die Liste Feuerwerk auf 2 bei der dritten Stadt. Okay. Gut, das kann jetzt hier wieder rödeln. Moment, wenn die Fabrik der Bottleneck ist, dann würde ich hier noch ein bisschen. Was reinstecken. So, jetzt ist wieder die Schiffswerft. Okay. Der Gewinner bekommt mein ganzes Promethium. Ein Abo. Naja, ein Abo hilft euch ja nichts. Da muss dann schon Pi gewinnen. Dann kriegt ihr ein Abo, aber er kriegt sowieso ein Abo von mir. So, okay. Das Promethium kann ich leider nicht verschenken, denn ihr wisst, Promethium ist, muss jeder für sich selbst sammeln. Einen Stadtbesuch kann ich gerne machen. Ein Stadtbesuch in einer Stadt eurer Wahl. Genau. Okay, ja, ich weiß, ich weiß. Okay, gut. Hier sind diese Produktionen fertig. Habe ich die Quest am Laufen? Ja, Mensch. Kann die Schleife abschließen. Okay. So, seid ihr bereit, die Auflösung zu empfangen? Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich den Kassenstand finde. Inventar, oder? Inventar, Güter. Promethium 186.253. So, schauen wir mal, wer ist denn am nächsten dran? Tyrawal ist zu weit drüber. Pi ist nicht schlecht. Freakman ist drunter. Seacat ist auch nicht schlecht. Also ich die am nächsten dran von unten ist Pi mit 145.000. Am nächsten dran von oben ist Seacat mit 222.222. Wenn ich niemanden übersehen habe. So, okay. 222.222 sind unter 40.000 daneben und 145.000 sind über 40.000 daneben. Dementsprechend, ich rechne noch mal nach. Ich rechne noch mal nach. Minus 186. 200, also Seekert ist 35.956 daneben und damit am nächsten dran. Genau, Pi war knapp mit knapp über 40.000.
Du hast ja 145.000 gesagt. Tatsächlich sind es 41.200 und nee, Quatsch, zwei, nee, 40.000 und 753, genau. So, Glückwunsch, Sigurd. Wir machen einen Stadtbesuch. Ich muss nichts machen, sondern nur in meiner Gildenrangliste durchblättern und Sigurd finden. Da ist er ja schon. Es sei denn, du möchtest auf einer anderen Welt besucht werden. Waren wir schon mal in deiner Stadt? Ja, jetzt könnte man natürlich noch Orichalkum raten, aber wenn ihr jetzt genau hingeguckt habt, dann wisst ihr es eh schon. Denn die Stadt. Oh, Freakman. Freakman, danke für dein Gifted Sub an Seacat. Das meintest du mit dem Abo. Du verschenkst ein Abo an denjenigen, der gewinnt. Was wäre passiert, hättest du selbst gewonnen? Ich danke dir. Okay. So, ich kenne die Stadt, aber sie war noch nicht im Stream. Okay, dann ist sie jetzt mal im Stream. Sigurd ist in der Zukunft. Wir gucken uns erstmal seine legendären Gebäude an. Das kann man ja hier parallel machen, wenn man ihn auch auf der Freundesliste hat. Die Burg ist im Ausbau. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Stufe diese eine Schlüsselstufe ist. Kann es sein, dass es 57 ist? Und dann wieder 91 oder so? 58, okay. Ja, du bist ja fast dran an der 58. Dann hätte ich ein Abo bekommen. Ja. Hätten alle ein Abo bekommen. Alle, okay. Freakman. Wow, okay. Genau, also du bist nah dran am nächsten Kernlevel der Burg. Da kannst du das ja dann erstmal ruhen lassen oder vielleicht noch ein, zwei Level weiterspielen, weil das sich ja dann auch noch selbst trägt. Gerade Platz 1 und 2 tragen sich ja auf den nächsten Stufen dann auch noch selbst. Also lohnt sich es ja meistens noch ein bisschen weiterzuspielen. Rigani, schön, dass du reingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Alcatraz sehr hoch ausgebaut. Das braucht man fürs GVG und die GG gleichzeitig schon auch. Und ich weiß, Sikac, du spielst sehr aktiv die GG, auch wenn ich jetzt diese Saison bisher noch nicht so aktiv war. Aachener Dom auf 70, hier könntest du auf 71 ausbauen, denn bei den ganzen Kampf-LGs sind die ungeraden Plätze oder die ungeraden Stufen halt die Stufen, wo es nochmal ein Prozent mehr gibt. Okay, Arche ist schon auf 100 und angebaut. Chateau auf 13. Chateau ist ein gutes, legendäres Gebäude. Bringt dir halt schöne Vervielfachungen, was die Schleifenquests angeht oder auch die ganz normalen Quests. Und wenn du jetzt in den Zeitaltern aufsteigst, irgendwann in die Zeitalter oberhalb der Zukunft und dort die normalen Questlines machst, dann kannst du halt auch die Diamanten dann vervielfachen, die du aus diesen Quests bekommst. Und aus jeder einzelnen Schleifenquest kannst du ja auch einmal Diamanten bekommen und auch die mit dem Chateau vervielfachen. Da hatte ich auch mal ein Video zu gemacht auf YouTube, wie man mit dem Chateau Frontenac Medaillen machen kann. Medaillen, Diamanten machen kann. Aber das erfordert natürlich dann immer, dass man im Zeitalter weiter aufsteigt.
Und es kann ja sein, dass du jetzt eine ganze Weile in der Zukunft bleiben möchtest. Und dann lohnt sich's vielleicht nicht so richtig. Schleifis machst du keine. Naja, aber es lohnt sich schon. Also ich würde dir empfehlen, wirklich die Schleifen zu machen, bis du die Diamanten hast. Also du kannst dir ja aufschreiben, welche Schleifenquests du schon erledigt hast. Und jede Schleifenquest, die du einmal erledigt hast und die einmal Diamanten gegeben hat, kannst du dann im Prinzip sein lassen danach. Und da sammelst du halt ein paar Diamanten gratis ein. Also ich weiß halt nicht, ob du Diamantenwelten nebenher betreibst oder ob du auch Diamanten kaufst, je nachdem, wie aufwendig dir das erscheint. Aber für mich mit einem Chateau Stufe 100 lohnt sich das. Gut, Inno und Hagia ist ausgebaut. Zeus, Castle del Monte, wie gesagt, könntest du auch jeweils einen Level mehr machen. Dann hast du halt drei, also mit dem Aachener zusammen hast du halt drei Angriffskraft mehr dann. Ist jetzt auf der Stufe 70 auch noch nicht ganz so teuer, das weiter auszubauen. Die arktische Orangerie ist auch schon relativ hoch. Cape Canaveral auch. Opsi ist klar bei uns auf 80. Kraken auch ausgebaut für die Forge-Punkte. So, die Frage ist jetzt, würde ich es für sinnvoll halten, Markusdom, Regenwaldprojekt, Leuchtturm für Güter auszubauen? Du bekommst drei Zeitalter darunter Güter. Das heißt, was ist das? Moderne, oder? Moderne haben wir schon nicht so viele Güter in der Gilde. Von daher Pomo. Okay, dann habe ich mich geirrt. Pomo sind wir ganz gut versorgt. Aktuell, denke ich. Aber ist jetzt nicht so, dass die Kassen voller werden, glaube ich. Also ich glaube, die Maus, die trommelt schon, dass da auch eingezahlt wird. Aber ist sicherlich nicht schlecht. Und wenn du dann aufsteigst in den Zeitaltern und im Asa wärst, dann würdest du halt ein Güter der Gegenwart produzieren, dann aus dem Morgen. Es wäre eigentlich gut, wenn du lange im OZ bleibst. Bau dir bloß keinen Weltraumfrachter. Du musst lange im OZ bleiben. Für Morgengüter. Ja, also ist halt so eine Frage. Du kannst die ausbauen. Es bringt dir persönlich jetzt nicht so viel, aber es ist natürlich nett für die Gildengüter. Die du daraus generieren könntest. Ansonsten würde ich aber sagen, für dich persönlich, mach erstmal die Burg fertig. Dann vielleicht die drei, auch wenn das keine runden Zahlen sind, die drei auf 71, dass du 3% mehr hast. Die Terrakotta-Armee hast du ja auf 55, die kannst du ja auch noch ein paar Level ausbauen. Am besten auch auf einem ungeraden Level stehen lassen. Terrakotta-Armee ist natürlich erheblich teurer als die anderen 3 LG. Deswegen geht die nicht so schnell voran. Und sonst würde ich sagen, für dich persönlich, also wie gesagt, Bokimeji fertig machen. Die Kampf-LG eine Stufe höher bringen, Terrakotta-Armee noch ein paar Stufen höher bringen und danach die blaue Galaxie. Denn die blaue Galaxie hat ähnliche Kernlevel wie die Bokimeji oder der Weltraumfrachter. Die hat nur noch mehr. Und du kriegst halt die Güterverdopplung von den großen Eventgebäuden, die sehr viele Forge-Punkte und auch andere Güter bringen. Und die blaue Galaxie amortisiert sich sehr schnell. Ich glaube,
Also Zocket hat ja dazu ein zweites Video gemacht. Er hatte ja früher ein Video gemacht, wo er die blaue Galaxie als nicht so effizient beschrieben hat. Und dann hat er ein zweites Video dazu gemacht, wo er ein Update gemacht hat, nachdem im Prinzip diese ganzen neuen Eventgebäude rausgekommen sind und er damit gezeigt hat, dass sich die blaue Galaxie inzwischen extrem schnell amortisiert und der mit der beste Forgepunkte-Produzent ist. Also von daher würde ich sagen, blaue Galaxie für dich. Am besten auch auf 57, auf 58. Ich glaube, danach gibt es noch ein Kernlevel, bevor die 91 kommt, bei der blauen Galaxie. Muss ich mal eben gucken. Blue Galaxy FOI. So, hier haben wir. Ach, 58 ist gar kein Kernlevel bei der blauen Galaxie, sondern 68. Genau, 68 kriegst du 14 Versuche und dann auf 91 den 15. Also die blaue Galaxie dann am besten bis auf 68 hochziehen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Du machst so viele Fortpunkte damit. Alleine schon, wenn du deine Terrakotta, deine Terrassenfelder einsammeln würdest. Damit. Ja, oder 67, ich habe es jetzt schon geschlossen. Das war jetzt ein bisschen. Siebenundsechzig, ja, hast recht. Genau. Für die Gilde gerne kannst du gerne die Güter-LGs hochziehen. Wenn du vorhast, noch eine Weile in der Zukunft zu bleiben, würde ich aber sagen, mach erst die blaue Galaxie, weil danach kannst du die noch schneller machen. Dann würde ich jetzt mal kurz bei der Ernte fortfahren, bis du es schreibst, dass du aus dem AFK zurück bist. Das wollte ich jetzt gar nicht abbrechen. Und dann gucke ich mir deine Stadt noch mal ein bisschen genauer an. Also es lohnt sich mehr, die blaue Galaxie auszubauen, dadurch wesentlich mehr Forgepunkte zu generieren und danach die Güter-LGs hochzuziehen, weil man dann einfach grundsätzlich mehr Forgepunkte hat, um die Güter-LGs hochzuziehen. Und deswegen ist es von der Reihenfolge her schneller, als wenn man es andersrum machen würde. Das wäre jetzt der Tipp. Aber wiederhole ich vielleicht gleich nochmal, wenn Sieghard wieder da ist. Auf den ersten vier Stufen amortisiert bereits auf W. Ja, das kann sein. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, sie investieren all das, was sie an Gewinn machen, in das jeweilige legendäre Gebäude. Also beispielsweise, wenn sie Forgepunkte Gewinn machen oder Verdopplungen haben beim Ernten, dann kommt diese Verdopplungs-FP dann in die blaue Galaxie rein und dadurch trägt die sich mehr oder weniger selbst. Das kann man ja bei einigen LG machen. Aber würde ich jetzt nicht direkt empfehlen, das so zu machen. Ich würde sagen, lieber fokussiert dranbleiben und direkt hochziehen, als sich von dem vom Glück abhängig machen, dass es da Verdopplung gibt oder nicht. Weil je schneller das ausgebaut ist, desto schneller amortisiert sich es halt auch. Gut, dann. Vielleicht kann ich mir noch einen Wecker stellen zu 21:01. Ja, brauche ich keinen Wecker stellen. Ist jetzt. In einer Minute. Und danach kommt schon wieder nichts mehr. Und ich bin bei 3 Zermürbung. Mann, ey. Naja, der ist nicht ausgeschrieben. Kann ich hier noch zwei Verhandlungen machen auf irgendeinem Randsektor?
weil ich ja noch zwei Verhandlungen offen habe, sowohl für die Burg als auch für den Weltraumfrachter. Müsste ich eigentlich noch schaffen, bevor der Sektor aufgeht. Erledigt. Ah, just in time, aber ich habe vergessen, die Armee zu tauschen. Rechtzeitig. Und da ist die Lage noch nicht fertig. Mache ich mal eins von. Muss noch jemand anderes das zweite machen? Naja, mir kann es ja egal sein. Mit meiner Zermürbung. Noch eine zweite Quest abgeschlossen. Na. Okay. So in 9 Minuten dann nochmal. Also 13. 21:13 Uhr. Können wir gleich nochmal reingehen. Also 21:13 Uhr. Zwei Quests nochmal abgeschlossen. Kann ich offen lassen. Kann ich offen lassen. Okay. So, dann war ich noch. Achso, Feldrangier hatte ich die Produktion angestellt, die 5-Minuten-Produktion, die kann ich jetzt abholen. Und wieder anstellen. Werde ich noch ein paar mehr brauchen, denke ich mal. Habe ich jetzt nicht geguckt. Kann sein, dass ich die auch schon fertig habe. Nee, habe ich noch nicht. Genau, dann habe ich die Produktion des vorherigen Zeitalters fertig. Und dann stelle ich mal noch einen Handel ein. Eisen gegen Juwelen. Handel hier. Ja, Freakman. Danke dir. Gut, dann schreibe ich es nicht mehr in die Gildenliste. Ist hier noch was passiert? Nicht mehr wirklich. Danke dir, Freakman. Hallo, Rangerchen. Moin. Du kommst etwas zu spät. Ich werde nicht so lange machen wie Pi und Josie das normalerweise machen. Ich hatte ja um 19 Uhr angefangen und die Idee war ja, dass ich GVG so ein bisschen zeige, wie ich die Planung mache und dann auch GVG spiele und da mit den anderen mich versuche abzustimmen. Und ich hoffe, das kam ganz gut rüber, auch wenn ich die anderen stumm geschalten habe, sodass ihr da nicht direkt zuhören konntet. Okay, hier versuche ich mal, das auch fertig zu machen mit den Münzen. Und jetzt wollte ich hier noch die Zeitalter durchgehen und so ein bisschen bei den Quests weiterspielen, was das St. Patrick's Day Event angeht und beim Minispiel. Okay, jetzt habe ich es doch, oder? Nee, habe ich noch nicht. Und danach aufhören. Aber ein bisschen bin ich noch da. Okay. Und 16 Forge-Punkte ausgeben kriege ich auch noch hin.
Bei Chess vielleicht, da müsste ich neu anfangen. Bin ich bei Bull schon? Ich glaube, bei ihm habe ich nicht bewusst nicht eingezahlt. Das kann ich erstmal machen. Palim. Tyraval, ja, danke dir für die restlichen 49. Jetzt sind es 50 zusammen. Danke für die 50 Bits. Okay. Ja, hier war ich schon drin. Hier war ich schon drin. Ah, das kann ich auch noch annehmen. Und dann habe ich die Quest abgeschlossen. Wenn ich das angenommen habe. Okay, und Stundenproduktion kann ich jetzt anstellen. Dann kann das nämlich auch laufen. Und dann, wenn ich dann heute gegen 0 Uhr oder sowas oder gegen 23 Uhr, wenn meine Frau ins Bett geht, wenn Alex ins Bett geht, dann kann ich einsammeln und danach, Freakman, können wir gerne noch eine Runde Rocket League drehen. Tosa, danke dir auch für die 10 Bits. Sehr lieb von dir. Yes, yes. Nee, fast yes. So. Drei Kämpfe muss ich noch machen. Mensch, da habe ich jetzt eine große Portion an Münzen bekommen, die ich vorher mir erspielt habe durch das Aufstellen und Löschen des Alchemie- oder Alchemistenlabors. Das war, ja, war etwas für die Katz so gesehen. So, leichter. Fernkampf. Die brauche ich aktuell gar nicht. Schnelle habe ich auch. Ja, und noch ein Fernkampf. naja, da ja unsere Tochter nicht da ist, kann ich, glaube ich, so lange machen, bis ich müde werde. Ansonsten ist es, hatten wir mal ein bisschen, sind wir mal ein bisschen, also war sie sauer auf mich. zu Recht, muss ich eingestehen. An dem einen Tag, wo ich halt so lange wach war und ja, sie dann immer aufstehen muss alleine und sich um die Kleine kümmern muss. Und ja, das möchte ich ihr jetzt nicht antun, da hat sie schon recht gehabt. Okay, aber genau, da die Kleine nicht da. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht Gewinne viermal ohne Niederlage. Ist es tatsächlich. Aber es war Gewinne dreimal und das ist damit abgeschlossen. Okay, ob ich die Brötchen hole? Ja, mache ich. Aber wir haben schon Brötchen da. Das ist also das Problem nicht. Die habe ich nämlich schon heute geholt. Okay. So, dritte Welt, Kuchenmensch auf 2. Kuchenmensch ist, das ist übrigens hier, so sieht die weibliche Stimme aus Portal aus. Am Ende gibt es Kuchen. Du gehst ein bisschen was trinken. Ja, Rangerchen, dann viel Spaß dabei. Ich werde vielleicht dann heute Abend noch ein bisschen was trinken, aber nicht so, dass der Freakman dann sauer auf mich wird. Aber vielleicht dann den versprochenen Aperol Spritz mir noch reinzimmern. Oder ich hole den jetzt.
Nee, das lohnt jetzt nicht. Das lohnt jetzt nicht, weil ich ja dann eh bald weg bin. Okay. Ja, viel Spaß, Rangerchen. Einen schönen Abend dir. Gut, die Stundenproduktionen laufen. Der Eisdealer dealt. Ah, das dauert jetzt sonst lange, wenn ich hier nicht weiter ausbaue. Und dann so. So. Okay. Gut, jetzt kann das erstmal ein bisschen laufen. Dann, ja, ich sehe immer mehr Parallelen zwischen Forge of Empires und Portal. Es kann aber auch sein, dass mir die Parallelen nur jetzt auffallen. Natürlich, das ist keine Parallele mit dem Kuchenfabrikmanager. Das ist natürlich nicht die weibliche Stimme aus Portal. Aber definitiv glaube ich inzwischen, dass sich bei dem AI Core auf dem Beta-Server, kann ich Ihnen gleich nochmal zeigen, muss ich auch den Beta-Server öffnen. Jetzt meldet sich meine Uhr. Machen wir gleich den Beta-Server. Erstmal noch den Sektor hier. Damit ich vielleicht noch über 500 komme. Und dann können wir ja gleich nochmal vergleichen, wie viele Kämpfe ich gemacht habe. Und wie viel der Sieg hat in dieser Saison. Wie gesagt, für mich war das jetzt die schlechteste Saison ever. Wenig Zeit am Tage so für Forge of Empires. Und am Abend habe ich mich mehr damit beschäftigt, irgendwie die ganzen Welten durchzugehen und dort das Event zu spielen. Ja. Also meistens, wenn ihr jetzt bei meinen Streams dabei wart, jetzt am Mittwoch zum Beispiel, dann habt ihr ja gesehen, dass ich meistens wirklich erst die Tagesquest gestartet habe, weil ich wirklich den ganzen Tag da noch nicht reingeschaut hatte in die Welten. Und dass dann wirklich erst am Abend dazu komme, dass ich da was machen kann. Und dann hole ich halt alle Welten ab am Abend und ernte da und versuche in der Questline weiterzukommen. Und ja, kämpfe dann hin und wieder nochmal in der GG so ein bisschen. Ansonsten 20 Uhr GVG, sofern ich dann Zeit habe, bin ich auch immer dabei. Aber auch das ist meistens noch zu früh in letzter Zeit gewesen. Und okay. Ach, da oben noch einer. Na, dann machen wir den auch noch. Dann investiere ich hier nochmal. Kann gerade nicht den Text lesen, falls ihr was schreibt. Das Problem mit dem. Dass ich stumm geschalten habe und in die andere Szene übergegangen bin, also diese Endeszene oder die Pauseszene, das habe ich jetzt verstanden. Allerdings auch nur so halb. Ich habe nämlich die Szenenübergänge auf die Numpad-Ziffern 7, 8 und 9 gelegt. Und als ich die Sektorennummern eingegeben habe, um sie zu notieren, und dann die 7, 8 oder 9 gedrückt habe,
Dann hat sich bei der 8 und bei der 9 die Szene geändert. Bei der 8 auf Pause und bei der 9 auf Ende. Und dadurch ist dieser Szenenwechsel da gekommen. Allerdings habe ich es nur so halb verstanden, weil ich nicht auf dem Numpad arbeite, sondern auf der Leiste oberhalb der Buchstaben. Und das ja eigentlich nicht die Numpad-Leiste ist. Und in der Beschreibung im OBS auch wirklich explizit nochmal in Klammern Num dahinter steht. Also so, dass es eigentlich nur die Ziffern sein können, die man auf dem Numpad drückt, die den Szenenwechsel starten. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum auch die Ziffern oberhalb der Buchstaben den Szenenwechsel gemacht haben. Aber wie gesagt, ich habe ja eine neue Tastatur. Und ich habe die jetzt auch schon sehr schön gestaltet. Wenn ihr bei mir im Discord seid, habe ich dazu ein paar Fotos von der Konfiguration gepostet. Allerdings ist diese Konfiguration noch nicht für dieses Profil aktiv, also für das Forge of Empires Profil, sondern nur für das Profil, wenn ich auf meinem Hauptbildschirm spiele. Also wenn ich beispielsweise jetzt Rocket League spiele oder Portal. Genau. Das heißt, ich muss es für das Profil von Forge of Empires noch aktivieren. Ich zeige es mal eben. Genau. Also ich habe halt diese G910 mir gekauft, mir geleistet. Und da habe ich jetzt den Start, Live, Pause und Ende auf diese Funktionstasten, diese G-Tasten gelegt. Und gleichzeitig habe ich dann auch noch Farben drauf gemacht, damit ich weiß, welche oder das vom Farblichen her schon leichter fällt zu identifizieren, welche Taste ich drücken muss. Also es ist auf jeden Fall sehr cool, dass man das machen kann. Macht Spaß, mit der Tastatur zu spielen, ist aber, bis man es verstanden hat, dann doch auch erstmal ein bisschen aufwendig. Genau, kommt gerne auf mein Discord. Dann kriegt ihr die Infos zu den anderen Spielen auch. Ich möchte jetzt ungern über Portal und so, wenn ich jetzt andere Sachen spiele oder Jagged Alliance, so groß jetzt bei Josie und Pi für Werben, weil das ist ja auch nicht das, was sie spielen. Und ja, das ist dann ein bisschen unangemessen, dann denke ich. Okay, so, dann versuche ich mal gerade wieder in den. Verdammt. In den Text nicht einzulesen. So, ein Glas mit uns, komm schon. Ich höre doch eh gleich auf. So, neue Wette. Ich habe letztens gesehen, wie viele Kämpfe du gemacht hast. Die Wette ist jetzt, wie viele Kämpfe ich gemacht habe in der GG oder was? Können wir auch noch wetten? Ich habe gesagt, ich hatte ja schon. Hat man es gerade sehen können, als ich gerade den GG-Bildschirm geöffnet habe? Nee, ne? Ich hatte ja, wenn man hier nur reingeht und nicht da drauf klickt, sieht man es nicht. Nee, dann sieht man es nicht. Pi, besser bekannt als Freaky Pi, zusammen mit Freaky Josie, Erfinder der Forge of Empires Freaks, schaut euch auf seinem Kanal um. Ja, schönen Command haben sie ja da. Ja, Seekat. Ja, das wäre, glaube ich, unfair, wenn du mitratest. Mittwoch war doch der Tag. Verstehe ich jetzt nicht so ganz mit dem Tag, aber.
Also Mittwoch ist der Tag, wo ich Streams mache. Dann Forge of Empire Streams. Ich habe mir das jetzt auch regelmäßig in den Zeitplan eingetragen und ich versuche das auch einzuhalten, sofern ich nicht im Urlaub oder krank oder irgendwas bin. So wie weil der Freaky Stream ja heute ausfällt, jetzt auch wegen Krankheit. Gute Besserung nochmal an euch. Und ja, da habe ich jetzt so eine kleine Alternative hier. Okay, so. Wo waren wir stehen geblieben? Seekart ist wieder zurück. Wenn ihr wollt, können wir noch eine zweite Raterunde machen. Aber ich würde dann ungern noch einen Stadtbesuch machen. Weil. Ein unmoralisches Angebot, Freaky Pi. Warum sage ich jetzt Freaky zuerst? Ein unmoralisches Angebot, Pi. So, was ich noch zeigen wollte, ist die Beta-Welt und den AI-Core. Halt, Great Buildings. Umschalten auf Great Buildings. AI. Nee, da sind, glaube ich, Punkte dazwischen. AI-Core. Great Build. Nein. Achso, doch. Create Buildings und Open. Eins in den Chat für einen Drink. Hier. Das ist Wodka. Ich trinke immer Wodka während des Streams. So, das Ding hier in der Mitte. Das Ding in der Mitte. Jetzt erzählt mir nicht, die haben sich nicht bei. Wonach suche ich jetzt am besten? Die haben sich doch bei Portal orientiert, oder? Diese Cores hier, genau. Das heißt ja Core. Das sind ja Cores und das sind ja auch AI-Cores. Das haben die doch garantiert. Haben die doch garantiert hier, die sich da so orientiert dran. Bei ihrem Kern hier in ihrem AI-Core. Okay, da fehlen halt diese Hebel da oben dran, aber sonst. Ich glaube, auch nicht alle haben so einen Hebel. Es gibt auch welche ohne, glaube ich. Meet the Cores. Ich weiß nicht, die von GLaDOS. Doch, die hatten, glaube ich, auch Hebel dran. Aber ich hatte. Ich hatte auch ein paar. Ich hatte vorhin einen bei Portal 2 ge gesehen, der als Müll mir entgegengeflogen kam. Und der hatte auch keine Hebel dran. Also keine Griffe, oder? Was ist das? Das sind doch Griffe. Haltegriffe. Ja, das hat halt keinen Haltegriff, weil der hängt halt da drin. Im Gebäude. So. Soweit, so gut. Ich denke. Die haben sich da schon inspirieren lassen bei Portal. Okay. Ich kann mir in der Stadt das LG angucken, wie es sich dreht. Das sagst du so. Dreht es sich, wenn ich mir das in einer fremden Stadt angucke?
Der Wasserfall bewegt sich bei mir auch nicht. Doch, jetzt. Geil. Na, und der Chor ist noch mehr der Chor, wie er bei Portal ist. Ein Kreis und auf einer Seite halt so eine Leuchtquelle. Okay. So, wie gesagt, also ich trinke jetzt nichts mehr, weil ich eh gleich aufhöre. Das lohnt sich nicht. Das kann ich euch nur wiederholen. Das lohnt sich nicht. So, ich werde jetzt hier noch einsammeln. Und wenn Seacard möchte, dann können wir nochmal in seine Stadt direkt reingucken. Ansonsten, naja, ich habe jetzt schon überzogen. Ich wollte eigentlich um 9 aufhören. So, hier habe ich die Quest fertig und hier muss ich jetzt auch nicht unbedingt weiterspielen. Da gibt es gerade keinen guten Tagespreis. Also nur einsammeln, Produktion wieder an. Ja, wir können noch gucken, wie effizient deine Stadt so gebaut ist, was die Anordnung und so angeht. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal im direkten Dialog gemacht, ne? Oreo dreht sich nicht und Stage of Ages hat auch einen Stillstand. Okay, das ist natürlich schade. Da haben sie dann wieder keinen Aufwand in die Animation gesteckt. Das Fähnchen habe ich gemacht. Okay, und ansonsten gibt es ja hier den Pi, den ich mit Forge-Punkten zuschmeißen soll. Schmeiß! So. Und dann war noch Wahlstrand. Ah, Wahlstrand. Wahlstrand, Wahlstrand, Wahlstrand. Wahlstrand und ich werden keine so großen Freunde mehr, glaube ich. Ich werde hier noch die Forge-Punkte verteilen. Dann kriegt der Chess 20. 2. Und bei, ja, da mache ich da noch die 8 rein. Ja, in Wallstrand häng ich hinterher einfach. Ganz, ganz doll. Machen wir es soweit. Dann irgendeine Stiefmutterwelt hat man immer. So, und jetzt bin ich hier mit der Quest auch fertig. Und mache hier nochmal 4 Stunden Produktion an, weil bis um 13:30 machen wir sicher. Freakman. Ja, wann ungefähr später? Ich denke mal um 23 Uhr vielleicht. Wann kannst du denn? Wenn ich mal so fragen darf. Uhr geht, okay. Genau, also so ungefähr. Ich
Weiß es aber nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht wird es auch erst um eins. Also, das hängt jetzt sehr davon ab, wie lange Alex noch wach bleiben möchte. Ja. Jetzt bin ich unsicher, ob die nächste Quest jetzt diese müsste eigentlich, ne? Die Produktion meines Zeitalters abschließen ist. Muss nur drei Kämpfe machen. Eins. Autsch. Ja, das ist halt das Problem. Ich hätte noch ein bisschen zurückgehen sollen. Eins. Und noch mal einen falschen erwischt. Und jetzt fehlen mir die entsprechenden. Gut. Münzen. Noch ein paar Mal eine Metzgerei aufstellen. Wieder verkaufen. Noch zwei. Jetzt müsste die Quest kommen. Und dann stelle ich noch einen Handel ein. Nein. Stoff gegen Eisen. Und Eisen gegen Stoff. Wenn du annehmen magst, Freakman, danke dir. Wenn nicht, stelle ich es noch ein. In die Gilde. Ist auch okay. Ich stell's mal ein. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit dich damit nerven. Und jetzt noch einen kurzen Blick auf Wahlstrand. Einsammeln. Quest starten. Kriege ich das noch hin? Könnte sein. Komplexe. Nee, kriege ich nicht hin. Okay. Da ist auch eine komplexe Verhandlung oder viele Forge-Punkte. Ja, die Quests sind das Problem. Meine Stadt ist halt hier nicht tragfähig, sagen wir es mal so, Quests zu machen. Aber ich würde sagen, ich mache hier ganz gemütlich weiter mein Ding auf W und werde das eher zu einer schönen Stadt umbauen, wo ich dann wo ich dann ab und zu mal Sikat, danke dir, dass du da warst. Danke auch, dass du beim GVG dabei warst. Und wir hören uns bestimmt bald. Achso, hier war ja jetzt beenden oder nicht beenden angesagt. Das ist, glaube ich, die zweite Welt, die ich immer noch nicht beendet habe. Gehe ich erstmal auf 500. Zwei kriege ich hin. Das schaffe ich. Zack. Noch eine Quest fertig und dann kann ich hier Truhen öffnen. Aber das ist jetzt hier schon sehr knapp. Eine knappe Angelegenheit auf jeden Fall mit den Goldtöpfen, da ich ja insgesamt 8 verbrauche auch.
Acht, 1900 Verbraucher. Aber die neue Stadt kann ich schon mal starten. Okay. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich dich schon wieder so genervt habe, Freakman. Okay, gut. Dann, ah ja, hier kriegt noch jemand Forge-Punkte von mir. Nee, Moment, ich bin jetzt hier wo? Auf Wahlstrand. Warum ist denn hier nicht. Ach doch. Einfach noch weiter vorblättern, dann passt schon. So. Bada bim. 5 Forge-Punkte kaufen. Gut. Gut, dann bin ich durch. Dann bin ich durch. Wenn du möchtest, können wir streamen. Also kann ich streamen. Ich fänd's schön, wenn ich heute Abend eher mit Freakman nur zu zweit spiele gegen zwei andere, die nichts können, oder auch zu dritt mit jemandem anderen noch zusammen gegen drei andere, die nichts können. Das ist natürlich ein bisschen Glückssache, je nachdem, was man für ein gegnerisches Team zugelost bekommt. Aber beim letzten Stream haben wir ja gegen jemanden gespielt, der sehr stark war. Und der hat uns ziemlich platt gemacht. Und das war dann doch ein bisschen demotivierend. Und er hat uns zwar ein paar ganz interessante Sachen gezeigt, aber alles in allem ist es, glaube ich, spannender, wenn wir gegen andere spielen, die nichts drauf haben. Du kannst gerne mitspielen. Du kannst gerne mitspielen. Okay, dann würden wir nämlich im Discord vielleicht vom Jocheltraut wieder abhängen oder auch in meinem mal schauen. Und na, wahrscheinlich sogar vom Jockel. Und dann nachher noch ein bisschen Rocket League streamen. Und bis dahin, Jockel schmeißt sich immer raus, das stimmt. Der ist so gemein. Also wir müssen uns auch ganz ordentlich benehmen, dass er uns nicht rausschmeißt. Er hat zwar gesagt, dass er sich total gefreut hat, dass wir bei ihm im Discord waren. Und dass der Mo auch noch am nächsten Tag bei ihm im Discord war. aber ich glaube, er ist da sehr, ne? Wenn man ein falsches Wort sagt, dann ist man sofort so, sofort weg. Ja, Jockel ist hart. Ne? Also spielt so, wie ihr wollt, das geht bei Jockel nicht. Ne? Da muss man schon alle seine Regeln definitiv beachten, weil sonst kriegt man die geballte Ladung Hass. Okay, soweit, so gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Raid zum Maulwurf wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn der Maulwurf gerade live ist. Oh ja, ist er. Dann machen wir das. Dann raiden wir zum Maulwurf. Raiden wir zum Maulwurf, der spielt. Oh, was spielt er denn gerade? Spielt er? Er spielt Anno. Genau, er spielt Anno. Das passt, denke ich. Ihr habt ja alle schon, oder viele von euch haben schon einen ganz guten Einblick bei Anno bekommen, weil ja Josie auch Anno gespielt hat, schon im Stream. Und es gelegentlich wieder tun wird, nehme ich mal an. So. Dann muss ich hier nur mal eben ins Menü rein. Oder irgendjemand muss mir mal sagen, wie das am Handy geht mit dem Raiden. Wahrscheinlich, wenn man eingibt slash raid und dann den Namen vom Maulwurf, aber den kriege ich jetzt nicht zusammen. So, bevor es losgeht, sage ich nochmal vielen Dank an Tosa und Tyrawal für die Bits und vielen Dank an Freakman für das geschenkte Abo und vielen Dank auch an Arak für das verlängerte Abo. Das freut mich sehr und motiviert mich natürlich auch sehr, dabei zu bleiben. Genau, ja, slash Raid Name, aber
Maulwurf unterstrich Viking 237 hätte ich jetzt nicht aus dem Kopf gewusst. Also Maulwurf Wikinger irgendwie hatte ich so im Kopf, aber sonst. Ja. Okay. Danke fürs Zuschauen, auch an alle anderen, die sich im Chat beteiligt haben und dafür gesorgt haben, dass der Stream möglichst bunt wird und viele Ideen zusammenkommen. Und dann vielleicht bis später zu Rocket League und wenn nicht, bis die Tage. Mittwoch werde ich wieder Forge of Empire streamen. FOE Abendschau. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, noch ein schönes Wochenende und sage bis bald. Und viel Spaß beim Maulwurf noch. Beim Anno zocken, gucken. Ciao. Macht's gut.